So, jetzt müsste eigentlich der Sauerstoff extrem nach oben steigen. Hä? So, ich dachte schon, hier läuft noch weiter Wasser durch, aber scheinbar nicht. Oh, da kommen vielleicht diese komischen Leuchtdinger da mit hoch. Wenn dann hier unten alles mit Stickstoff voll wird. Das sollte eigentlich schneller vonstatten gehen, aber naja, gut. Obwohl, jetzt geht's eigentlich. Mal schauen. Oh. Wir werden bald richtig saubere Luft haben. Da wird aber die Pflanze hier wieder Probleme kriegen. Die braucht Stickstoff. Aber das ist gut. Das ist sehr gut. Da würde ich jetzt erstmal noch eine Runde warten. Ach du Scheiße, wir müssen es so langsam wirklich richtig in Angriff nehmen. Oder ich lasse die Idee. Das ist Dünger. Lass die Idee mit dem Becken. Und baue hier eine Pumpe rein. Dass wir eventuell hier eine Pumpe hinbauen und hier eine Pumpe hinbauen. Ich glaube, das wäre gerade sinnvoller als hier mit irgendwelchen großen Ansammlungen. Weil so langsam wird das Wasser knapp. Hier geht der Stickstoff nicht so wirklich weg oder was? Okay. Aber dem könnte man ja anders Abhilfe schaffen. Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier das Ganze alles weg. Das ist ja jetzt erstmal hinfällig. So, da können wir die Pumpe eigentlich auch mit abreißen. Steht ja die neue Pumpe. Die ist halt so weit weg.
frag mich bloß, wo von hier oben der Stickstoff herkommt. Sandstein. Weil wenn der nach oben steigt, dann verstehe ich nicht, wieso hier die Flächen rot sind. Siehst du, es muss von oben auch irgendwo was runtergeperlt kommen. Das müssen wir erstmal abbrechen. Die pumpen mir hier das ganze Wasser weg. Also das würde hier komplett weglaufen. Das würde alles dort unten reinlaufen und da komme ich dann nicht mehr ran. Das ist Quatsch. Rein theoretisch kann ja der gröbste Stickstoff jetzt hier weg und nach da unten rein. Das war ja mein eigentlicher Plan, dass hier unten die ganze leere Kammer dann irgendwann mal voll wird und wir hier oben die schöne Luft haben. Mir eigentlich noch sehr, sehr viel Platz zum Expandieren. Hier ist auch noch so ein Gestein, was Sauerstoff ausstößt.
Sowas wie eine Toilette oder da Dusche muss ich mir wieder Gedanken machen, wo ich das Schmutzwasser hin ableite. Und da haben wir ja nicht wirklich was da. Oder wir leiten es mit hier runter. Das ist halt alles so übelst weitläufig hier. Zumal ich jetzt ohne genau wüsste, wo ich hier eine Toilette und eine Dusche hinbauen sollte. Sollte ich eventuell hier oben bei den Betten gleich mit hinbauen? Dass die früh, wenn die aufstehen, erstmal was haben, wo sie aufs Scheißhaus gehen können und so. Aber das heißt, ich müsste eine Rohrversorgung hier hochbauen und dann eine Rohrversorgung hier runterbauen. Schauen, ob wir hier schon so ein Oxy-Form-Zeugs anbauen können. Mal gucken. Ob das was gebracht hat, so wie ich mir das vorstelle. Ein Gewusel, ja. Und das sind erst 7 Leute. Höchst verschmutzter Sauerstoff aus. Siehst, ich müsste ja sehen, die werden ja das ganze verschmutzte Wasser wahrscheinlich dann eher hier in den Dingern gelagert haben, hä? Verschmutzte Erde. Verschmutzte Erde. Aber wo bringen die das verschmutzte Wasser hin? Oh, so ein Haufen Hatchling-Eier. Ich könnte hier eine richtig krasse Hatchling-Zucht aufbauen. Aber ich finde das verschmutzte Wasser irgendwo nicht. Das müssen die doch auch irgendwo entsorgen.